liebe Kollegen, liebe Mitglieder der Hochschulleitung, ich darf mich zunächst mal ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung und möchte eins von wegschicken, auch wenn es so aussieht, als ob ich jetzt hier allein stehe, was ja faktisch auch der Fall ist. Nichts von dem, was ich heute vorstelle, ist auf meinem eigenen Mist ganz allein gewachsen. Ich habe seit nun fast 10 Jahren das große Vergnügen, in interdisziplinären Teams zu arbeiten, was zugegebenermaßen nicht immer einfach ist, aber was wahrscheinlich auch zu den bereicherndsten Erlebnissen in meinem beruflichen Leben zählt. Und was wir jetzt über diese Mitarbeit in der sogenannten Graz Group und jetzt über die Arbeit im Hochschulbereich gelernt haben, ist zugegebenermaßen wahrscheinlich das Bereicherndste, was ich bisher kennenlernen durfte. Was ich Ihnen heute mitbringen möchte, ist ein Framework, den wir entwickelt haben, zusammen mit Lernexperten, vor allem aber auch mit Psychologen, um das Thema Deeper Learning in einen soliden Framework zu pressen. Dass wir sagen, das sind verschiedene Dimensionen, die wir gezielt ansprechen müssen. Die sind auch alle relativ solide belegt. Da gibt es sehr viel Forschung dazu. Und was wir versuchen wollen, ist, diese ganzen Stränge zusammenzubinden. Wir sind auch dabei, diese Dinge jetzt in die Praxis überzusetzen und überzuführen, was auch nicht immer einfach ist. Und das gibt Probleme, auf die ich später noch gerne eingehen möchte, vor allem mit Studierenden, aber noch viel gewichtiger mit der komplexen Rechtssituation. Ja, dass wir Dinge, die wir glauben, machen zu müssen, von denen ich auch fest überzeugt bin, nicht immer machen können, weil wir in rechtliche Grauzonen stoßen. Ja, und da müssen wir uns mal ernsthaft Gedanken machen, ob wir bereit sind, diesem Trend zu folgen. Ja, nur weil es nicht ganz rechtlich abgesichert ist, Dinge dann einfach zu tun, von denen wir überzeugt sind, dass sie nicht sinnvoll sind. Ich hatte im letzten Semester, in den letzten 2 Jahren, das große Glück, dass wir eine interdisziplinäre Gruppe und ein Forschungskolleg gegründet haben, das sich speziell mit dem Thema Deeper Learning auseinandersetzt. Da laufen mehrere Promotionen momentan. Und für die letzte Antragsrunde ging es da ganz speziell um den Thema, den tertiären Sektor, die Frage, wie sieht Deeper Learning im Hochschulbereich aus? Und wenn man sich da näher mit auseinandersetzt, dann wird das Thema sehr schnell sehr unbequem, weil es gibt mittlerweile eine ganze Zahl von seriösen Studien, die sagen, es ist nicht nur so, dass die Studierenden an den Colleges und an den Universitäten weltweit weniger lernen, als wir gerne glauben möchten. Es gibt sogar ganz seriöse Studien, die sagen, in manchen Teilbereichen ist bei Studierenden sogar eine Abnahme der Kompetenzen zu verzeichnen. Und das ist faszinierend. Und man muss sich dann die Frage stellen, wo kommt das her, was tun wir vor allem? Ja? Wie kann es sein, dass an solch renommierten Unis wie in Harvard Leute sich offen hinstellen und sagen, also irgendwas läuft grundsätzlich falsch. Da gibt es fantastische Literatur dazu. All diejenigen, die sich da, die mehr Hintergrundinfos sich wünschen. Wir haben die Artikel bereits eingereicht, die sind auch schon zugelassen. Und das können Sie ganz leicht finden, indem Sie mich auf ResearchGate googeln und finden und mir dann eine Request schicken. Ich bin sehr gern bereit, Ihnen dann unser Vorab-Exemplar dann digital zukommen zu lassen. Ja, die Frage ist, was ist da los? Was sind die Fertigkeiten, die oft zitiert werden? Das haben Sie bestimmt alle gesehen, dieses Konstrukt der 21st Century Skills. Das wird sehr häufig überall gezeigt und es wird auch gepriesen. Interessanterweise ist es aber so, dass die Antwort auf die Frage, wie wir da hinkommen, anders ist, als wir häufig denken, zumindest als ich gedacht habe. Das ist ganz spannend und da würde ich gern drauf eingehen. Die Frage stellt sich auch, nach welchem Paradigma unterrichten wir eigentlich, was wollen wir an den Unis? Und da gibt es vor allem im Internet, in der Blogosphäre, da gibt es faszinierende Antworten drauf und Forderungen, die sagen, wir müssen dringend nachdenken, wie und was wir denn eigentlich unterrichten. Für die, die das interessiert, der Komplex Education 3.0 ist hochgradig spannend. Leider ist diese Art von Literatur häufig auch sehr frustrierend, weil die hauptsächlich auf die Frage eingehen, wie können wir denn da mit Technik was machen? Und das ist natürlich spannend, aber wenn der Technikeinsatz nicht auf einem soliden pädagogisch-didaktisch-psychologischen Framework steht, dann wird es häufig verkommt, das zum Selbstzweck. Und es stellt sich die Frage, ob die Studierenden wirklich mehr lernen. Ich würde Ihnen deshalb gerne heute in kurzen Zügen, ich hoffe, dass wir das zeitlich so kompakt gebacken kriegen, wie ich mir das wünsche, dass wir
verschiedene Dimensionen erst einzeln ansprechen, die den Thema vertieftes Lernen abdecken, um dann am Ende zu einem Framework zu kommen, der diese Positionen integriert. Abschließend würde ich dann noch gern an eigenem Beispiel skizzieren, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, und im ganz kleinen und bescheidenen Fall von unserer Lehrerausbildung zeigen, was wir uns vorstellen. Ja, das ist noch nicht die endgültige Lösung, da sind wir auch noch erst im Prozess. Aber was ich schon als sehr positiv werten würde, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, das ist ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Wenn wir uns dem Thema Deeper Learning näher wollen, dann müssen wir uns erstmal gucken, was ist denn das genau? Was versteht man darunter? Und ich stütze mich im Weiteren hauptsächlich zunächst mal auf einen Report aus dem Jahre 2012, der in Amerika veröffentlicht wurde. Die genauen Daten finden Sie in der Publikation, auf die ich verwiesen habe, wo meines Erachtens nach zum ersten Mal eine ganz saubere Definition erfolgt, wo der Begriff ganz sauber hergeleitet wird, wo versucht wird zu zeigen, was ist denn wissenschaftlich fundiert und was ist es nicht und was sind die Mythen, die sich um dieses Thema ranken und wie können wir mit diesen Mythen umgehen, beziehungsweise wie können wir die entmystifizieren, beziehungsweise sogar dekonstruieren. Geht man nach der Definition, dann scheint es zunächst was sehr Einfaches zu sein, nämlich Deeper Learning findet dann statt, wenn Lernende in der Lage sind, Inhalte, Fähigkeiten, Kompetenzen, die sie in Kontext A erwerben, auf einen anderen Kontext zu übertragen. Das heißt, der Beweis von Deeper Learning ist die Transferfähigkeit. Das ist mal zum nächsten eine. Die nächste Komponente, die schon zeigt, dass wir uns da auf eine große Reise machen müssen, ist, dass Deeper Learning sich eben nicht nur auf den kognitiven Bereich erstreckt, sondern dass da auch zwischenmenschliche, intra- und interpersonal Skills mit drinstecken, ohne die, interessanterweise, wir auch nicht an die kognitiven Fertigkeiten hinkommen. Das heißt, wenn wir ernsthaft an dem Komplex Deeper Learning interessiert sind, dann müssen wir das einheitlich betrachten. Ich werde später noch ein paar andere Konstrukte vorstellen, die das vielleicht ergänzen. Das Spektakulärste an dem Konzept des Deeper Learning und an diesem Report ist, dass er in einem Bereich eine ganz eindeutige und sehr faszinierende Aussage macht. Hilton und Pellegrino sind ganz klar, indem sie sagen, es ist nicht so, dass wir diese Transferfähigkeit oder diese viel zitierten Transversal Skills isoliert unterrichten können. Das funktioniert nicht. Wir haben zwar, und da weiß ich in meinem Fach zu wenig, ich habe mich aber mit Experten unterhalten, wir haben zwar wohl allgemeine Problemlösungsmechanismen in uns angelegt, die seien aber viel zu langsam und zu allgemein, um uns tatsächlich zu helfen. Und die Implikationen von dieser Aussage, die sind sehr weitreichend, weil die sagen, wenn wir an diese Transferfähigkeit kommen wollen, dann geht es nur über die intensive Auseinandersetzung in dem Fach. Das heißt, diese Transferfähigkeit ist was, was nur innerhalb der Disziplin in Kombination mit den entsprechenden Fachmethoden und Fertigkeiten angelegt werden kann. Und eine der Hauptthesen ist dann eben auch, das funktioniert also nur über Fachwissen. Das heißt, ich kann nicht Fachwissen gegen Problemlösefähigkeit ausspielen. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen andersrum gehen. Wir sagen, über vertieftes Fachwissen in Kombination mit den Fachmethoden und so weiter bildet sich langsam Transferfähigkeit aus, die im Idealfall irgendwann mit viel Zeit fächerübergreifend sein kann. Man hört sehr oft im Internet Thesen, dass man sagt, faszinierenderweise spielt in der Knowledge Society Knowledge keine Rolle mehr. Ich möchte genau das Gegenteil vertreten. Ja, wir brauchen vertieftes Wissen. Was wir uns aber überlegen müssen, ist, welches Wissen wir da anbieten. Der Grund, warum ich relativ häufig heute den Begriff Literalität verwende und weniger den Begriff Kompetenzen, liegt daran, dass vor allem im englischsprachigen Raum der Begriff Literacy anders belegt ist. Wenn die von Subject Literacy oder Disciplinary Literacy sprechen, dann ist da was enthalten, was im Kompetenzbegriff unseres Erachtens nach fehlt, nämlich genau das Fachwissen. Die Sachfachliteralität definiert sich dadurch, dass Lernende in der Lage sind, Fachwissen adäquat zu versprachlichen. Das heißt, dass sie die entsprechenden Diskurse beherrschen.
Diese Fachdiskurs oder diese Diskurskompetenz ist aber untrennbar mit Fachwissen gekoppelt. Und diese enge Koppelung von Fachwissen und die Fähigkeit, das entsprechend zu versprachlichen, ist etwas, was im Kern von Deeper Learning steckt und was uns in dem Kompetenzbegriff einfach fehlt. Ja, und ich glaube, vielleicht ist es nicht mal die Schuld von dem Kompetenzbegriff und den Definitionen, es ist nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dass da häufig suggeriert wird, es geht nicht mehr um Wissen, sondern nur noch um Kompetenzen, als ob man diese Dinge jemals voneinander trennen hätte können. Aber das ist das, was häufig daraus gemacht wird. Ich möchte Sie nicht mit diesen Details und diesen allgemeinen Dingen zu sehr langweilen, aber wenn wir uns die Frage stellen, was Sachfachliteralität ausmacht, dann eben die Tatsache, dass es eben nicht nur Fakten sind, sondern dass es vor allem geht, das Konzeptwissen unserer Studierenden zu erweitern, ein komplexeres Konzeptwissen anzulegen. Und das funktioniert eben nur über Methoden und Strategien des jeweiligen Fachs oder der jeweiligen Disziplin. Wenn man sich die Literatur anschaut zum Thema Subject Literacy, dann kommen die Autoren, vor allem Shanahan, zu einem ganz verblüffenden Ergebnis. Sie sagen nämlich, wenn wir die Frage uns stellen und Experten dabei beobachten, wie sie Texte lesen und welche Strategien sie dabei verwenden, dann werden wir feststellen, dass unterschiedliche Fächer komplett anders mit Texten umgehen. Dass Historiker ganz anders lesen als Mathematiker und dass auch Geografen ganz anders an Texte rangehen als Biologen. Und niemand, und das ist das Faszinierende, niemand nutzt die allgemeinen Strategien, die unseren Kindern und Studierenden im Deutschunterricht beigebracht werden. Das heißt, wir müssen, wenn wir das mit dem Fachwissen ernst nehmen, dann müssen wir auch die Fachexperten wieder ernst nehmen und sagen, ihr müsst auf der ganzen Breite aktiv werden und uns zeigen, wie wir dieses Fachwissen tatsächlich erwerben und kommunizieren. Entscheidend für das vertiefte Lernen ist, glaube ich, wenn wir das ernst nehmen, dass wir solide Konstrukte nehmen, die uns dabei helfen zu sagen, A, von was sprechen wir zum einen und B, wie funktioniert denn der Aufbau? Was ich Ihnen heute vorstelle, sind zwei Dinge. Ich glaube, dass vertieftes Lernen vor allem drei Komponenten hat. Da geht es zum einen um die Frage, wie funktioniert denn der Aufbau von Konzeptwissen? Und dabei ist ganz entscheidend, und das stützt sich auf die Publikation von Landhoff, die sich wiederum auf Vygotsky stützen und das ganz neu interpretieren. Das ist eine ganz, ganz spannende Publikation. Und die zu folgender These kommen. Die sagen, vertieftes Lernen, Konzeptwissen, um das zu internalisieren und auch wieder geht es darum, dass wir mentale Modelle aufbauen und diese Modelle so stabil werden, dass wir die auf andere Situationen übertragen können. Und spannenderweise benötigen wir dazu zwei verschiedene Umgangsweisen oder zwei Herangehensweisen. Es geht also einmal in einer materiellen Phase darum, dass Lerner angeleitet werden, Dinge aktiv zu begreifen. Das ist ein wunderschönes Wort, das es, glaube ich, meines Erachtens nach nur im Deutschen gibt. Also Dinge mit den Händen zu begreifen, sprachhandelnd zu begreifen. Das ist die Grundvoraussetzung für den Aufbau von Konzeptwissen, also Handlungsorientierung im Zusammenhang mit den spezifischen Fachmethoden. Dann geht es aber auch darum, dass diese Festigung von diesen mentalen Modellen oder Konzepten nur dann erfolgen kann, und das ist das, was häufig fehlt, wenn im Anschluss an solche Phasen Lerner die Chance erhalten, diese Erfahrungen und dieses Wissen zu versprachlichen. Weil der Kit, der diese Konzepte, der diese mentalen Modelle zusammenhält, hauptsächlich aus Sprache besteht, und zwar aus Fachsprache. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir vertieftes Lernen aufbauen, dann müssen wir auch ganz intensiv darüber nachdenken, wie wir unsere Studierenden dazu befähigen, ihr Wissen zu versprachlichen. Weil über diese Versprachlichung baut sich vertieftes Wissen auf. Also dieser Fokus auf Fachsprache ist ein ganz entscheidender, denn es ist nicht nur so, dass wir anhand der Qualität der Schüler- und Lerneräußerungen relativ gut feststellen können, ob ein Student oder ein Lerner etwas begriffen hat, sondern wir können über die gezielte Spracharbeit auch komplexeres Verstehen anleiten. Und das ist ganz entscheidend.
Es gibt eine Reihe von Studien, zum Beispiel zum Chemiewissen von Undergraduates in United States. Und da versucht Brown festzustellen, was können die denn schon und wie komplex ist ihr Wissen. Und er sagt, leider ist es furchtbar ernüchternd festzustellen, wie wenig Undergraduates über Chemie tatsächlich wissen und wie wenig die sprachlich ausdrücken können. Chemiespezifisch. Der kommt also in der Studie zu dem Schluss, dass er sagt, wir haben uns gar nicht die Mühe gemacht, die sprachliche Qualität zu messen. Und da geht es nicht um Rechtschreibfehler, da geht es nicht um Grammatik, sondern da geht es um die Frage, wie präzise können Lerner ihr Wissen ausdrücken. Und sagt, wir haben das gar nicht probiert, weil es aussichtslos war. Fordert aber im nächsten Schritt, er sagt, wenn wir da vertieftes Wissen aufbauen wollen, dann müssen wir genau dahin. Das ist die eine Säule, vertieftes Wissen aufbauen. Die nächste Säule ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Fertigkeiten, die wir in unseren Fächern, in unseren Disziplinen brauchen, die spezifischen Methoden, dass Studierende Gelegenheit erhalten, diese Methoden und Fertigkeiten zu automatisieren. Und was da uns ganz besonders fasziniert hat, ist die Tatsache, dass wir wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, in unserem Gehirn zwei verschiedene Speichersysteme haben, nämlich einen für Regelwissen und einen für Anwendungswissen. Und leider, und das gilt nicht nur für Sprache, sondern das gilt wahrscheinlich für alle Fertigkeiten, gibt es keine direkte Verbindung von A nach B. Das heißt, wir können schon nicht im Unterricht der fünften Klasse einem Kind einbläuen, he, she, it muss mit und erwarten, dass es dann funktioniert, sondern um dahin zu kommen, braucht es eine ganze Batterie von komplexen Übungsformaten und Angeboten, die dem Studierenden oder dem Lerner auf egal welcher Ebene erlauben, diese Fertigkeiten zu automatisieren. Und es geht leider nicht über ein isoliertes Üben, das noch dazu sehr kontextfrei ist. Das heißt, wenn wir das ausbilden wollen, müssen wir auch über komplexe Übungsarrangements nachdenken. Ja, allein die Regel, allein zu sagen, das funktioniert so und so müsst ihr es machen, wird Studierende nicht dazu befähigen, diese Fertigkeiten zu automatisieren. Und das ist ganz bezeichnend, weil das bedeutet, dass wir da umdenken müssen. Und dass wir auch über Übung und die verschiedenen Übungsformen ganz anders nachdenken müssen. Der Schlüssel dazu, und ich will Ihnen nur zeigen, dass das relativ gut belegt ist, und diese Grafik ist sehr komplex, aber der Schlüssel und das Interface für uns sind Lernstrategien. Das geht zurück auf die Studien von Macaro aus Oxford, der sagt, wenn Studierende spezielle Lernstrategien erwerben, zum Beispiel zu sagen, um Problem X zu lösen, gehst du folgendermaßen vor. Wenn die das regelmäßig in speziellen Settings machen, mit den Übungsparametern, die ich gerade zumindest mal beleuchtet habe, dann triggern diese Strategien bestimmte Prozesse, die sich über Übung und Zeit und spezielle Unterstützung automatisieren lassen und als Fertigkeiten praktisch an die Oberfläche treten und so messbar werden. Das heißt, das ist eigentlich unser Einfallstor, um in diesen Prozess einzugreifen. Und das ist was ganz Wunderbares, weil es uns bemächtigt, als Lernexperten mit den Studierenden da umzugehen. Ich erlebe sehr häufig die Situation, dass mir Dozierende, aber auch Schullehrer die Situation schildern, dass sie sagen, wir sind, glaube ich, sehr, sehr gut, unsere Schüler oder Studierende in Projekten zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass die selbstständig arbeiten. Wenn wir aber, und jetzt kommt der Haken, sehen, welche Qualität diese Produkte haben. Das können Poster sein, das können Präsentationen sein. Dann sehen wir häufig, dass wir mit der Qualität dieser Produkte nicht zufrieden sind, dass uns das nicht zufriedenstellt. Und das ging mir ganz häufig so. Bei uns hängen unzählige Plakate im Gang zum Thema Shakespeare zum Beispiel, die aber erstaunlich flach sind. Ja, und ich glaube, vertieftes Lernen müsste eben dann heißen, dass wir sagen, wir müssen weiterdenken. Wir dürfen nicht nur die Coaches sein, die sagen, wir bahnen Lernprozesse an, sondern wir müssen dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen, als Experte bin ich jetzt der, der darüber entscheidet, ob diese Qualität schon angemessen ist oder nicht. Und wenn sie eben nicht angemessen ist, dann müssen wir so lange dran feilen, bis wir dahin kommen. Bei uns ist das ganz spezielle Problem, dass wir
eigentlich nicht damit zufrieden sind mit der Qualität, in der unsere angehenden Lehrer zum Beispiel über Literatur schreiben. Dass wir sehen, wenn wir uns die Qualität dieser Dinge anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich nur ein sehr oberflächliches Verständnis von den speziellen Themen ist. Aber wir wollen ja, dass diese Leute in der Lage sind, zukünftige Generationen vertieft zu unterrichten. Das heißt, wir müssen schon früh ansetzen und auch da vertieftes Wissen gleich auf Uni-Ebene anbahnen. Und ein Aspekt, der uns da ganz nachhaltig begleitet hat, ist die Tatsache, dass wir da nur hinkommen, wenn wir verstehen, welche zentrale Rolle die Sprache beim Lernen spielt. Und das tue ich jetzt in meiner Eigenschaft als Geograf, der auch noch da ist. Also ich habe Geografie und Englisch studiert. Und diese Art von Sprache, darum geht es mir nicht um den traditionellen Ansatz von Sprache, dass wir sagen, jemand, der weniger Fehler macht, spricht, hat eine bessere Qualität, sondern hier geht es um ein anderes Konstrukt. Hier geht es darum, dass Sprache der zentrale Faktor ist, der Lernen ermöglicht, der Leuten die Teilhabe an der Welt eröffnet und der sie dazu befähigt, Dinge präziser auszudrücken. Und Dinge präziser auszudrücken, setzt ein präziseres Verständnis voraus. Wir glauben, und ich glaube, das ist unmittelbar einleuchtend, dass ein Student, der Dinge nicht adäquat erklären kann, diese Zusammenhänge nicht adäquat verstanden hat. Und das ist die einzige Erklärung, die uns dazu einfällt. Das heißt, wenn wir sehen, dass das der Fall ist, dann dürfen wir einfach nicht weitergehen. Ich möchte Sie nicht mit dieser Fachsprache zu sehr langweilen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass wir uns das sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Es gibt da in Australien ganz verblüffende Ansätze, die sagen, wie funktioniert denn dieser Wissenszuwachs, wie wird der modelliert in verschiedenen Disziplinen? Und das ist ganz spannend, weil die sagen, im Prinzip lässt sich fachliches Handeln in vier große Bereiche aufteilen, nämlich das sachfachliche Handeln, wo wir Daten generieren, die Organisation von Fachwissen, das Erklären dieses Fachwissen und dann das Beurteilen oder Argumentieren. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist eigentlich folgender, nämlich der, dass diese australische Schule sich sehr eindeutig verortet und sagt, spannend wird es jetzt dahingehend, dass jede von diesen Handlungsfeldern ein sprachliches Korrelat hat. Ja, das können Sie sehr gern alles in unseren Publikationen nachlesen. Das ist komplex, das gebe ich zu. Aber das war für uns ein entscheidender Durchbruchsmoment, weil wir hier sehen, jede Art von wissenschaftlichen und disziplinären Handeln hat ein entsprechendes sprachliches Korrelat, in dem diese Dinge ausgedrückt werden. Und das heißt jetzt für uns, dass wir uns mit diesen Textsorten, die wir in unseren Disziplinen kennen, eben ganz intensiv auseinandersetzen müssen. Das heißt aber auch, dass in dem Moment, wo Studierende befähigt werden, in diesen Textsorten adäquat umzugehen, die eben auch lernen, ihr Wissen aufzubauen. Und diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben damals, 2015, versucht, ein erstes Modell zu bauen, das ich Ihnen nun kurz zeigen möchte. Und damit lässt sich vertieftes Wissen in einer ersten Annäherung schon mal definieren. Wir glauben also, dass vertieftes Wissen dann stattfindet, wenn Lernende, wenn Studierende angeleitet werden und die Chance erhalten, Fachwissen adäquat zu versprachlichen. Das ist genau da, wo sich vertieftes Wissen relativ präzise verorten lässt. Und das heißt, was wir jetzt machen müssen als Dozenten, als Lehrer, ist, dass wir das Handlungspotenzial der Schüler, da gibt es ein wunderbares Wort im Englischen, das nennt sich Meaning-Making Potential, also die Fähigkeit, Dinge auszudrücken, präziser zu erfassen, in diesen vier Handlungsdimensionen, dass wir versuchen müssen, das systematisch aufzuweiten und auszubauen. Das heißt, dass ein Experte in unserer Disziplin fähig ist, komplexere Wissenskonstruktionsprozesse anzubahnen, aber auch dieses Wissen zunehmend adäquater versprachlichen kann, und zwar in den speziellen Genres und Texttypen in unseren Disziplinen. Und da spielen eben verschiedene sprachliche Konstrukte eine ganz eigene Rolle. Ich möchte aber nicht zu sehr auf diese linguistische Geschichte eingehen, denn das war nur die erste Dimension von unserem Modell.
Da geht es also darum, was wissen wir über Lernen? Und eine entscheidende Komponente ist eben, dass Sachfach und fachliche Sprache eine ganz entscheidende Rolle spielen bei diesem Aufbau von vertieftem Wissen. Jetzt ist es aber so, dass wir es auch mit Lernenden zu tun haben und dass sich die Psychologie relativ einig ist, dass sich die heutigen Lernenden gravierend von denen, die noch einer Generation oder zwei Generationen vorher unterscheiden. Man spricht davon Young Emerging Adults, also Jugendliche oder fast Erwachsene, bei denen dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist. Und ich erlebe das ständig. Ich hatte erst diese Woche mit dem Phänomen intensiv zu kämpfen. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, wo eine Studierende, die jetzt im ersten Semester ist, mir eine E-Mail geschrieben hat und gesagt, es ging los, hallo Professor, Sie hatten gestern in der Vorlesung gesagt, wir sollen einen Artikel lesen, aber Sie meinen doch sicher nicht den ganzen Artikel, weil das wären doch 20 Seiten und das ist doch viel zu viel. Sie meinen bestimmt nur die Einleitung oder so. Also das fand ich schon verblüffend und diese Art von Anfragen, die mehren sich. Also auch die Anfragen, die nicht mehr vom Kommunikationszweck häufig auch nicht mehr angemessen scheinen. Ja, also Hallo Professor ist ja eigentlich noch eine ganz relativ positive Ansprache. Ich habe mir in den Ferien ganz intensiv Überlegungen gemacht, wie ich diese vertieften Lernprozesse in meiner Vorlesung fördern kann und ich biete im Master Teil unseres Studiums eine Vorlesung an, die aber aufgrund von verschiedenen Sachzwecken und Sachzwängen nicht bewertet werden darf. So, und jetzt habe ich immer das Problem, dass am Anfang ganz viele da sind. Also von den 100 Studierenden, die wir da in dem Jahrgang oder 150 Studierende, die wir in dem Jahrgang haben, sind am Anfang meistens alle da und es wird dann exponentiell weniger. Und das ist zum einen ein sehr frustrierendes Erlebnis, zum anderen aber kann das eigentlich auch uns nicht zufriedenstellen, weil wir machen uns da sehr viel Gedanken, diese Angebote anzubahnen und dann geben wir diesen Kampf auf, weil uns ein Jurist sagt, ihr dürft nicht die Anwesenheit kontrollieren oder solche Dinge. Ja, und das ist bei uns der Grund, wenn Studierende merken, dass die Anwesenheit nicht relevant ist, dann bleiben die einfach daheim, ja, weil die nicht aufgrund dieser Situation nicht die Reife haben, um zu sagen, ich gehe dahin, weil es mir was bringt. Also habe ich mich versucht, schlau zu machen und habe mich mit Juristen auseinandergesetzt und dann doch festgestellt, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir tun dürfen. Und ich habe persönlich diese Veranstaltung mit ca. 60 bis 80 Studierenden als sehr bereichernd empfunden und es hat auch sehr gut funktioniert. Es hat aber nur einen halben Tag gedauert, bis auf Facebook ein Sturm losgegangen ist, der sagt, wie kann der Meier sich erdreisten, uns A anzuregen, dass wir die Teilnahme festlegen und B dann auch noch wollen, dass wir da aktiv was tun in der Vorlesung. Das ist ja eine Frechheit. Ja, und dann habe ich also einen Brief bekommen von der Studienmanagerin, lieber Herr Meier, so geht es nicht, Sie haben rechtlich ist das ganz klar festgelegt und ich halte das für eine Katastrophe. Ja, wenn wir vor den eigenen Rechtssituationen und den Studierenden kapitulieren und sagen, wir tun alles, was wir können, um möglichst hohe Evaluationsergebnisse zu bekommen, um den Studierenden zu schmeicheln, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Aufgeben und sagen, wir akzeptieren, dass ihr nicht bereit seid, euch anzustrengen und machen es euch möglichst leicht. Also ich glaube, dass wir uns damit sehr tief ins eigene Fleisch schneiden und eben grundsätzlich über diese Dinge nachdenken müssen und dann auch zu Lösungen kommen müssen, dass wir sagen, wenn die Psychologie sich einig ist darin, dass es ohne Grit nicht geht, ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen und was die Auswirkungen sind. Und dass ohne diese Durchhaltevermögen, ohne diese teilweise auch sehr harte Arbeit ein Wissensaufbau nicht möglich ist, dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir die entsprechenden Strukturen da schaffen können. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, wir haben eine sehr tiefgreifende Feststellung gemacht, die eigentlich vielleicht banal klingt, die es aber in der Konsequenz nicht ist, nämlich, dass wir bei diesen ganzen Diskussionen ums vertiefte Lernen den Lerner vergessen haben. Und da gibt es seit 2013, 2014 ganz faszinierende Studien und Forschungsergebnisse, die sich mit einem Konstrukt auseinandersetzen, das mir vorher gar nicht in dieser Dimension bekannt war, nämlich das Konstrukt des Learner Engagements. Und was daran vor allem spannend ist, ist, dass
dass man mittlerweile einen Konsens erreicht hat, dass man sagt, das ist ein multidimensionales Konstrukt, das aus mehreren Komponenten besteht. Also wenn wir von Learner Engagement sprechen, dann geht es eben nicht nur von kognitiver Aktivierung, sondern da spielt vor allem die emotionale und auch die Verhaltenskomponente einen ganz großen Teil. Und warum ich das jetzt hier referiere, ist ganz einfach. Wir wissen mittlerweile, dass sich diese Dinge gegenseitig beeinflussen. Und was wohl das Entscheidendste an der Tatsache ist, ist die Tatsache, dass dieses Emotional Engagement mit dem kognitiven Engagement in ständiger Wechselwirkung ist. Das heißt, Studierende, die sich nicht sicher fühlen, die ein nicht dynamisches Selbstbild haben, die nicht sich wohlfühlen in den Klassen, die sich an der Uni nicht willkommen heißen, werden sich nicht in dem Maß kognitiv engagieren, wie wir das uns gerne wünschen. Ich halte zweimal im Semester eine Doppelsitzung zum Thema Intercultural Learning und hatte vor Weihnachten ein ganz einschneidendes Erlebnis, als eine türkische Mitstudentin erzählt hat, ich finde den Aufenthalt und meinen Austausch in Mainz so furchtbar, dass ich mein zweijähriges Stipendium vorzeitig abbrechen möchte und lieber in die Erdogan-Türkei zurückgehe. Ja, und Sie hätten mal sehen sollen, was das für eine Reaktion in dem Lehrsaal ausgelöst hat. Ja, da war plötzlich Schweigen. Ja, und die Deutschen, die konnten das gar nicht fassen. Sie sagen, von was spricht die denn da? Dann sagte er, ja, wir Erasmus-Studenten, wir sind zwar da, aber wir leben in einem Paralleluniversum. Ja, wir kriegen nicht wirklich Kontakt zu den deutschen Studierenden. Der Umgang mit Dozenten ist an deutschen Unis ganz anders, als wir das aus dem Ausland kennen. Da sind die Büros ständig offen, da ist ständiger offener Austausch und hier ist es ganz anders. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft, mich heimisch zu fühlen. Das mag auch daran liegen, sagt sie, dass ich kaum Deutsch spreche. Ja, und dass ich diesen Zugang nicht finde. Aber was mich daran am meisten beschäftigt hat, ist, dass das Aspekte sind, die normalerweise völlig an uns vorbeilaufen. Und ich habe dann am nächsten Tag auch meine deutschen Studierenden gefragt, wie wohl fühlt ihr euch denn an der Uni? Und dann sagen die, ja, die Uni ist eigentlich schon okay, aber wir gehen in dieser Masse unter. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir von unseren Dozenten wahrgenommen werden. Das mag an der Größe liegen, aber das ist ein Eindruck, der sich mittlerweile vielfach bestätigt hat an vielen Unis. Und die letzten PISA-Ergebnisse, die zeigen ja eindeutig, dass das ganz deutliche Korrelationen gibt zwischen Wellbeing und Leistung. Und wir glauben, dass das an diesem Konstrukt sich festmachen lässt. Für die, die da nachlesen wollen, ich werde die Präsentation selbstverständlich da lassen, das ist eine ganz tolle Publikation, wo das sehr schön deutlich gemacht wird, wie diese Wechselwirkungen sind. Und da unten finden Sie auch die genauen Literaturhinweise. Wir haben deswegen unser Modell erweitert, um eine Komponente, die sich speziell mit dieser Frage auseinandersetzt, wie schaffen wir es denn, die Studenten und die Lernenden dazu zu kommen, in diesen Lernprozess zu investieren, sich einzubringen. Also es geht nicht um die Frage, wie bespaßen wir die denn, sondern wie kriegen wir dazu zu sagen, ihr bringt euch wirklich ein mit allem, was ihr habt, weil diese Wechselwirkungen in diesem Kontinuum so vielseitig sind. Also ein Lerner, der sich nicht einbringt, weil er sich nicht wohlfühlt, der vielleicht auch sieht, dass die Aufgaben, die an ihn herangetragen werden, so schwer sind, dass er die eh nicht bewältigen kann, der wird sich gar nicht erst aktiv in diesen Prozess einbringen. Das hat aber fatale Folgen auf das eigene Selbstbild, weil das wiederum, also das Konzept der Self-Efficacy und diese ganzen affektiven Komponenten natürlich negative Rückkopplungen haben auf das zukünftige Engagement. Das heißt, wenn wir, und das war ja gleich am Anfang der Präsentation, konnte man das, glaube ich, sehr gut sehen, wenn wir diese persönlichen und personellen Faktoren ausblenden, wenn wir über Deeper Learning reden, dann besteht die Gefahr, dass wir diese Prozesse übersehen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir ja hochgradig autonome Lerner eigentlich ausbilden wollen und Lerner, die in einer Zukunft aufwachsen werden, wo die eben sich ständig auf verändernde Situationen einstellen müssen. Das heißt, wir brauchen eben genau diese Fähigkeit zu sagen, ich habe das Zutrauen in meine Kompetenzen, um mich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Was dabei ganz entscheidend ist, ist
ein Konstrukt aus den Vereinigten Staaten, das mit Selbstbild, glaube ich, nur sehr unzureichend beschrieben oder übersetzt wird. Aber das ist nun mal die amtliche Übersetzung. Ich glaube aber, das Konstrukt Growth Mindset ist ein viel vielsagenderes. Das geht auf Carol Dweck zurück. Und ich hatte erst vor ein paar Wochen das Vergnügen, ich kann das allen empfehlen, wenn Sie googeln, Carol Dweck 2016 Presentation, da macht sie was ganz Faszinierendes. Sie stellt nämlich in der Rückschau auf, wie dieses Konzept eines Growth Mindsets von allen möglichen Experten eigentlich komplett falsch verstanden wird. Und was es tatsächlich braucht, um dieses flexible Mindset und dieses Selbstbild zu generieren. Was sie aber auch tut, und das ist das eigentlich Spannende, sie unterlegt es jetzt mit Daten. Und was sie an diesen Daten zeigen kann, ist, dass sie sagt, und das finde ich ganz, ganz faszinierend, wenn wir es schaffen, in unseren Studierenden oder auch in uns ein entsprechendes Selbstbild anzulegen, das sagt, ich bin bereit anzuerkennen, dass ich mit viel Anstrengung über meine Grenzen gehen kann und auch wachsen kann in ganz vielen Bereichen, dann ändert das was mit meiner kompletten Hirnstruktur. Ich tue dies nicht, um auf diesen Neurodidaktikzug aufzuspringen, keine Angst, sondern was hier faszinierend ist, dass dieses Signal, das man jetzt sieht in Rot und Orange, eine Reaktion darstellt, eine Aktivität misst in Reaktion auf Fehler. Das heißt, die These, die Carol Dweck hier aufstellt, ist, Lerner mit einem dynamischen Selbstbild, bei diesen Lernern triggert ein Fehler, selbst wenn der Lerner nicht sich bewusst ist über diesen Fehler, ein Wachstumsimpuls im Gehirn aus. Und das lässt sich messen. Das heißt, wenn ein Lerner versteht, dass Fehler Lernchancen sind, und wenn er das wirklich internalisiert, also das ist nicht was, was man von heute auf morgen mal kurz jemandem vermitteln kann. Aber wenn dies wirklich der Fall ist, dann scheint im Unbewusstsein auch dann ein Lernprozess abzulaufen, wenn der Lerner sich nicht vollständig darüber bewusst ist. Das halte ich für unglaublich faszinierend. Und ich glaube auch, dass ich das in der ganzen Dimension noch gar nicht verstanden habe. Was sie zeigt jetzt in neuen Publikationen, die hatten jetzt die Chance, sämtliche Schülerdaten aus ganz Chile zu untersuchen. Also das sind einige, viele Tausend. Und dann kann man wahrscheinlich sagen, dass es statistisch signifikant ist. Was die zeigen ist, wenn sie die oberen Linien sind, dass die Lerner, die ein so flexibles Mindset haben, unabhängig von der sozialen Situation, aus der sie stammen, wesentlich besser abschneiden als diejenigen Lerner, die mit einem stabilen Mindset aufwachsen. Das heißt, wenn wir es eine solche Haltung zum Lernen zu erzeugen, in uns, indem wir mit Kollegen arbeiten, aber auch in unseren Studierenden, dann ist das eine Möglichkeit, um ganz aktiv diesen sozialen Problemen entgegenzutreten, ja, und auch einfach eine höhere Qualität von Lernen zu ermöglichen. Das heißt, diese Haltung ist ganz zentral. Das Problem ist jetzt, und das ist ein Zitat, das ich aus dieser Präsentation entnommen habe, das funktioniert wirklich nur, und da ist sie auch ganz eindeutig, wenn wir diese Haltungen auch tatsächlich vorleben. Die haben also in den letzten 2 Jahren ganz viele Untersuchungen gemacht, wie lässt sich denn so ein Mindset übertragen auf Lerner und auch auf die eigenen Kinder. Und die sagen, das ist wesentlich schwieriger, als man denkt. Zum einen ist es so, dass die wenigsten von uns vielleicht zugeben würden, dass sie nicht immer so ein tolles Mindset haben, sondern dass es Teile von uns gibt, die ganz hässlich auf diese Ideen reagieren, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu müssen. Die sagen, das macht mich ängstlich, das macht mich aggressiv, das frustriert mich. Ja? Und ich muss aus meiner Comfortzone raus und das will ich eigentlich nicht. Ja? Das ist unbequem. Aber ohne geht es wahrscheinlich nicht. Und ich sage, nur dann, wenn das entsprechende Feedback und wenn sich alles auf den Aspekt des Verstehens und tatsächlich des Lernens konzentriert und fokussiert, ist es möglich. Und sie sagt, wir wollen nicht eine Wohlfühldidaktik. Wir wollen nicht suggerieren, dass wir euch bespaßen und ihr nur dabei sein müsst, sondern wir wollen ein ganz seriöses Klima schaffen, in dem es wirklich nur ums Verstehen und Lernen geht. Indem wir aber auch ein Klima schaffen, wo klar ist, dass ihr aus euren Fehlern lernen dürft.
Und die zitiert da aus einem chinesischen Klassenzimmer, wo Schüler angeregt werden, ihre Fehler an der Tafel öffentlich zu zeigen. Und zwar nicht, um die bloßzustellen, sondern um zu zeigen, schaut mal, daraus haben die gelernt. Und guck mal, ich habe diesen Fehler gemacht und aus diesem Fehler konnte ich Folgendes lernen. Das ist eine fundamental andere Herangehensweise, als wir zu Fehlern haben. Und die sagt dann zum Beispiel auch, eigentlich müsste man zu einem Kind sagen, das heimkommt und sagt, ich habe in Hausaufgabe null Fehler, müssen wir darüber nachdenken, ob wir nicht sagen, schade, dann hattest du gar keine Chance, etwas zu lernen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diesen Aspekt schon in seiner ganzen Tiefe verstanden habe. Ich kann nur sagen, dass ich das zutiefst faszinierend finde. Gleichzeitig finde ich es auch erschreckend in den Implikationen, die dahinter stecken. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Rolle spielt die Technik in so einem Konstrukt? Und ich habe bewusst darauf verzichtet, dieses SAMR-Modell, das im Internet und überall, also durch jedes Dorf getrieben wird, darzustellen. Zum einen, weil es wissenschaftlich nicht ausreichend abgesichert ist, zum anderen aber auch dahingegen, weil es suggeriert, dass nur allein die Tatsache, dass wir bestimmte Technik einsetzen, eine höhere Qualität des Lernens bedeuten würde. Und das halte ich für fatal. Also ich erlebe ganz häufig, dass wir in Schulen eine, und auch an Unis eine Art App-Didaktik erfahren. Ja, das heißt, nur weil wir Kahoot einsetzen, sind wir die besseren Lerner, sind wir die dynamischen Lehrer und so weiter und so fort. Ich erlebe ganz andere Geschichten auch. Ich kriege Anrufe von Lehrern, die sagen, wir haben jetzt einen Satz iPads erhalten, aber haben null Ahnung, was wir mitmachen sollen. Und das klingt im ersten Moment erheiternd. Das Problem ist nur, die werden dann gezwungen, diese Dinge einzusetzen. Und im nächsten Schritt machen die Dinge, die nicht vollständig reflektiert sind. Und dann führt es dazu, dass diese Technik zu einem Lernerlebnis führt, das wahrscheinlich nicht hochwertiger, vielleicht sogar minderwertiger ist, als die Dinge, die wir bisher getan haben. Das heißt, ich glaube, dass wir bei dieser Frage des Technikeinsatzes und den Unterstützungen, ich glaube ganz fest daran, dass wir aber da nur weiterkommen, wenn wir das einbetten in einen wirklich soliden Framework, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Ich bin leider noch nicht in der Lage, Ihnen diese 3D-Animation zu zeigen, an dem wir momentan arbeiten, weil wir glauben, wir können nicht vertieftes Lernen in eine 2D-Folie pressen. Leider kann ich es allein nicht besser. Ich habe jetzt ein Jahr gesucht, bis ich einen Grafikstudenten gefunden habe, der meint, er ist in der Lage, das zu tun. Ich kann es leider nicht. Deswegen sehen Sie hier das Modell nur in 2D. Sie mögen mir das nachsehen. Sobald wir da fertig sind, werden wir das entsprechend ins Internet stellen. Was Sie aber sehen, sind die ursprünglichen Bestandteile, die wir jetzt in grün und blau dargestellt haben. Das heißt, die Aspekte Fachwissen und Wissen entsprechend versprachlichen finden Sie nach wie vor. Was aber jetzt neu ist, sind die Dimensionen, die ich Ihnen dargestellt habe. Das heißt, wir können dieser Fachwissenserwerb wird uns nur dann gelingen und vertieft gelingen, wenn wir das alles abgleichen oder darauf einstellen, auf die Bedürfnisse und speziellen Befasstheiten unserer Lerner. Anders geht es nicht. Das heißt, alles, was wir tun, das ist in Orange mit unseren Tools, die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen designen, dass die Unterstützungsangebote, die in der Literatur häufig als Scaffolding bezeichnet werden, das Feedback, all das muss ganz speziell auf die Lernprozesse ausgerichtet sein, die in unserem Fach relevant sind. Und eigentlich, und das ist momentan unsere Arbeitshypothese, wir haben da jetzt drei Doktorarbeiten, dann ist es noch nicht viel, wir hoffen, dass wir mehr kriegen, dass das nur zustande kommen kann, wenn diese vier Aspekte gleichzeitig aktiv sind. Dann kann sich dieser Aspekt des Fachwissens, den wir da als Kugel dann darstellen, dann kann der systematisch wachsen. Und das erlaubt es jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal ein Modell vorzustellen, welches diese Aspekte Lernen und Lehren zusammenbündelt. Meistens findet man die isoliert und das ist ein großes Problem. Welche aber auch gleichzeitig den Aspekt des Fachwissens damit drin haben. Und wenn es jetzt um die spezielle Frage geht, um den Bogen zu schließen, welche Rolle spielen denn da die digitalen Medien? Dann kann man einmal im Kreis laufen und sagen, helfen die uns dabei, präziseres Feedback zu geben?
vielleicht schnelleres Feedback? Helfen die uns dabei, differenzierte Lernangebote zu stellen? Helfen die uns dabei, die Kollaboration systematisch zu unterstützen? Helfen die dabei, Schüler über gamifizierende Maßnahmen vielleicht stärker zu aktivieren? Aber ich glaube ganz sicher, dass wir das nur beantworten können, wenn wir uns auf einen bestimmten Framework berufen können. Das ist eigentlich aus der Not geboren, dass es sowas bislang zumindest aus unserer Perspektive in zufriedenstellender Form noch nicht gegeben hat. Das ist momentan eine Arbeitsversion, von der wir relativ überzeugt sind. Jetzt geht es darum zu sehen, ob der auch unseren Tests standhält und der ganzen Empirie. Aber das ist das, was ich Ihnen momentan vorstellen kann. Das heißt, wenn wir vertiefte Lernprozesse anbahnen wollen, dann müssen wir entsprechende Lernökologien konstruieren. Da haben wir einen Term konstruiert. Ich habe mal einen faszinierenden Artikel gelesen über Gardenscaping oder Landscaping. Und dann ein Artikel, wo das angewandt wurde auf den Arbeitsplatz, da hieß es damals Workscaping. Und ich glaube, wir müssen genau diese Art und Weise, also Lernumgebungen schaffen, das müssen wir aufs Lernen übertragen. Und deswegen haben wir den Begriff des Learnscaping kreiert. Also wir müssen diese Lernlandschaften kreieren, die speziell auf vertieftes Lernen ausgerichtet sind. Und dann eben Aspekte von Formal und Informal Learning gezielt so miteinander kombinieren, dass wir Dinge, die wir aus unseren Veranstaltungen outsourcen können, weil sie zu Hause genauso effizient erledigt werden können, outsourcen, um Platz für die Dinge zu schaffen, die wir eben nicht outsourcen können. Und da zählt mit Sicherheit dazu, unser Expertenwissen im Dialog auch zu vermitteln. In vielen Ansätzen geht der Experte in uns unter. Ja? Der wird zum Coach. Und das kann aber nicht alles sein. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Aber ich glaube, dass wir auch da umdenken müssen. Und der Begriff, der sich da mittlerweile zu etablieren scheint, ist der des Mentors. Das ist ein bisschen eine andere Perspektive, nämlich das ist auch jemand, der aktiv für Lernzuwächse sorgt. Was wir realisiert haben, ist, dass es bei uns nicht funktioniert, wenn jeder nur an seiner eigenen Stellschraube dreht. Das reicht nicht aus, um diese vertieften Lernprozesse zu initiieren. Also ich habe versucht, mein komplettes Lehrangebot umzustellen. Bei uns ist es so, dass die Lehramtsstudenten mittlerweile in den Masterseminaren grundsätzlich nur noch iBooks für iPads herstellen, indem sie zeigen müssen, dass sie bestimmte didaktische Konzepte in Unterrichtsmaterialien überführen können, die eben schon hauptsächlich digitaler Natur sind. Damit glaube ich, dass wir ganz schön viel erreichen können in unserem Feld, aber das reicht noch lange nicht aus. Denn diese Aspekte, die dem zugrunde liegen, zum Beispiel ein vertieftes Verständnis von Literatur, schaffe ich in der kurzen Zeit nicht. Darauf bin ich angewiesen, dass das funktioniert. Was wir jetzt probieren wollen, und das wiederum funktioniert auch nur deswegen, weil ich eine aufgeschlossene Literaturwissenschaftlerin gefunden habe, und das hat mir 3 Jahre hat mich das gekostet, die da mitmacht und sagt, Mensch, ich bin eigentlich auch nicht zufrieden mit dem Lernergebnis und ich möchte zunächst mal meine Veranstaltung umstellen und mittlerweile macht die sehr viel mit Rollenspielen, wo Studierende aktiv zeigen müssen, dass sie die Literatur verstanden haben, indem sie eigene Filme erstellen oder eigene Rollenspiele machen. Was wir aber sehen, was immer noch fehlt, ist die entsprechende sprachliche Unterstützung. Das läuft bei uns meistens parallel und hat den Effekt, dass es nichts bringt. Ja, man muss das leider in aller Deutlichkeit so sagen, das ist meistens so, dass diese Kurse von Leuten ausgeführt werden, die sich dadurch qualifizieren, dass sie Native Speaker sind. Mehr müssen die oft gar nicht mitbringen. Und was wir eben jetzt versuchen wollen, ist, dass wir sagen, wir unterstützen diese Kurse, indem wir ganz speziell auf diese Veranstaltung zugeschneiderte sprachliche Kurse konzipieren, wo die Studierenden eben angeleitet werden, über diese Themen, die sie in diesem Kurs A machen, speziell zu schreiben. Das braucht eigentlich, das ist weniger Arbeit, als es denkt, es braucht nur kontinuierlichen Dialog. Wir sehen auch, dass das für mehr Zufriedenheit sorgen kann, weil dann plötzlich Leute sehen, dass dieses Zusammenarbeiten fruchtet, ja, und dass das, was rauskommt, eigentlich jedem nützt. Und letztlich
bin ich dann der Letzte in der Kette, der dann dafür sorgt und mit unterstützen will, dass die Studierende in die Lage versetzt werden, dieses Wissen dahingehend zu überführen, indem sie selber unterrichten müssen. Ja, und das ist eigentlich jetzt in unserem kleinen Feld die Art von Transferfähigkeit, um die es uns geht. Vertieftes Lernen heißt bei uns, dass die Studierende ein derart vertieftes Verständnis zum einen bekommen, was diese Literatur bedeutet, aber eben auch ein vertieftes Verständnis, was es bedeutet, das zu unterrichten. Das sind die Herausforderungen und da stehen wir erst ganz am Anfang. Also ich würde mir jetzt wünschen, wir hätten schon das schon 100-mal durchgezogen, aber leider ist es nicht so einfach. Ich glaube also, dass dieses Deeper Learning ins Zentrum rücken muss von unseren Hochschulen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn man an die globalen Herausforderungen herangeht, dass das nicht reicht, weil wir diesem Deeper Learning eine inhaltliche Komponente geben wollen oder geben müssen und uns gleichzeitig vielleicht noch intensiver um unsere Studierenden kümmern müssen, weil die Fähigkeiten, die sie an der Uni nicht erwerben, sie wahrscheinlich nicht mehr erwerben werden. Also wir sind jetzt in einer Phase, die man früher mit 18, 19 vielleicht hatte, wo man sagt, das ist diesen letzten Schliff, vielleicht erwerben sie den am Gymnasium oder in der Zeit, wo sie Wehrdienst oder Zivildienst oder andere Projekte gemacht haben, aber in der Regel ist diese Phase abgeschlossen, wenn sie an die Uni kommen. Davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Das heißt, wir müssen neben dem Deeper Learning auch uns um die Säule Development oder Positive Development, wie es in der Literatur häufig heißt, kümmern. Gleichzeitig aber auch zumindest die Frage andenken, und das war der letzte Stand von dem Projekt, in dem wir uns sehr stark engagiert haben, die Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung. Wenn wir also wirklich, manche sagen naiv, manche sagen visionär, ich weiß es nicht, sagen, wir wollen unsere Studenten eigentlich befähigen, zu sogenannten Positive Learnern zu werden, die bereit sind, sich in der Gesellschaft auf positive Art und Weise zu engagieren. Dann müssen wir auch inhaltlich uns entsprechend ausrichten. Und ein Vorschlag, der da immer genannt wird, sind die Sustainable Development Goals. Dass wir sagen, wenn wir wollen, dass wir mit unserem Klima nicht an die Wand fahren, ja, dann müssen wir unseren Ingenieuren eine entsprechende Haltung mitgeben, die eben auf entsprechendem inhaltlichen Fachwissen basiert. Ja, das nur als Ausblick, dass man sagt, Deeper Learning, das ist wichtig, aber wir müssen uns eigentlich auch um ganz andere Baustellen kümmern. Ich bin mir vollkommen bewusst darüber, dass das komplex ist und dass das anstrengend ist und dass wir da vor einem Scheideweg stehen, weil wir uns, wenn wir das ernst nehmen, die Frage stellen wollen, geht das alles in dieser Zeit oder müssen wir nicht ganz systematisch ausmisten und uns von vielen Dingen vielleicht befreien, von denen wir bislang geglaubt haben, dass wir sie unbedingt brauchen. Also wir müssen uns, glaube ich, wirklich die Frage stellen, ob wir eben hochwertige Lernangebote anbieten oder eben nicht. Und da gibt es bei uns einen ganz tollen Trend, der nennt sich Slow Education. Ja? Ich finde das ganz wunderbar, weil ich glaube, dass man die Zeit braucht, sich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen. Also die Studien sind sich eigentlich relativ einiggehend darüber, dass man sagt, wirklich bahnbrechende Erkenntnisse machen Leute erst, wenn sie sich mindestens 10 Jahre mit einem Thema in der Tiefe auseinandergesetzt haben. Das braucht einfach Zeit. Man kann nicht erwarten, dass das in der Kürze funktioniert. Und diese Zeit kann auch die Technik wahrscheinlich nicht abkürzen. Jetzt habe ich es geschafft, einmal um unser Thema herumzulaufen, eventuell, das wünsche ich mir sehr, war vielleicht die ein oder andere Anregung dabei. Ich bin jetzt eigentlich da, bis mein Taxi kommt um 16.10 Uhr und habe also sehr viel Zeit mitgebracht und sehr viel Lust, um mich auszutauschen, weil ich eigentlich nichts unbefriedigender finde als die Tatsache, dass man irgendwo einen Vortrag hält und dann sofort wieder weg ist. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen einen ganz produktiven, ertragreichen Tag. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ja.
ganz herzlichen Dank, dass du dein, euer hochspannendes Deeper Learning Konzept mit uns geteilt hast. Wir hätten jetzt in der Plenarsession, würde ich sagen, noch Zeit für zwei kurze Fragen aus dem Publikum, wenn jetzt spontan welche da sind. Die beiden Kollegen waren zumindest in meiner Wahrnehmung die beiden schnellsten. Was mich interessiert, wir beschäftigen uns bei uns in der Fachhochschule in Oberösterreich, in Steyr auch mit diesen Themen natürlich. Wie kann man die Community der Studierenden, wir haben das große Glück, dass wir sehr kleine Jahrgänge haben, 40 Leute, 50 Leute, wie kann man diese Community instrumentalisieren, nutzen, dass man diese Dinge unterstützt? Also wir gehen jetzt so in diese Richtung Tribe Building, um irgendwie so eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Ausrichtung, einen gemeinsamen Purpose zu implementieren. Und wir unterstützen das auch sehr, aber ich habe den Eindruck, das ist eine ganz große Ressource, die man da in diesen Hochschulalltag sozusagen integrieren müsste. Haben Sie da Erfahrungen dazu? Haben Sie dazu Ansätze? Das wäre meine Frage. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben einmal im Jahr und das hat uns ganz lang gedauert, wir bieten einmal im Tag im Semester einen iPad-Tag an, nennt sich das. Und da kommen Experten, die uns von Apple geschickt werden, die unsere Studierenden in diesen technischen Dingen unterweisen. Ja, wie designe ich diese iBooks und was brauche ich alles? Warum ich das erzähle, ist folgender. Während dieser Veranstaltung passiert was ganz Tolles, weil nämlich der Veranstalter großzügigerweise das Essen auch für unsere Studierende zum Beispiel finanziert und wir dann das erste Mal die Chance haben, zusammen zu essen. Und zwar ist es toll, da gibt es immer ein Buffet und was ich da erlebt habe, ist was ich sonst noch nie erlebt habe, dass man sich einfach mit den Studierenden da in einer ganz ungezwungenen Art und Weise ganz anders nähert. Und was ich faszinierend finde, ist, dass dieser Tag, der jetzt zeitlich eigentlich nicht ins Gewicht fällt, aber dass das einen ganz großen Unterschied macht auf die Art und Weise, wie sich Studierende integriert fühlen und wie die dann miteinander umgehen und die bringen sich danach auch ganz anders ein. Also ich glaube, dass wir diesen sozialen Aspekt ganz stark auch unterstützen müssen. Was wahrscheinlich auch bedeutet, dass wir uns da einbringen müssten. Ich denke aber, dass dieser Versuch, ein Verhältnis herzustellen zwischen uns und denen, wahrscheinlich eine zentrale Geschichte ist. Die andere ist, die wir sehen, ist, wenn wir das Miteinander der Studierenden dahingegen versuchen zu stärken, dass die sich sehr intensiv gegenseitig unterstützen durch Peer-Review-Verfahren. Also das kann natürlich über Technik funktionieren, dass wir sagen, das Produkt, das ihr am Ende abgibt, muss vorher 3-4 Schleifen durchlaufen, wo ihr euch gegenseitig unterstützt und Feedback gibt. Dann führt es auch dazu, dass die sich mehr als Community begreifen. Aber ich denke, diese Aspekte sind ganz zentrale Faktor, weil die eben wieder dieses Engagement so stark fördern. Aber leider habe ich keinen umfassenden Katalog an Handlungsempfehlungen. Ja, eine zweite Frage. Geht sich noch aus? Dr. Czerny von der TU Wien. Ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, was positive Entwicklungen im Bildungsbereich anbelangt. Und daher würde ich annehmen, dass in 200 bis 300 Jahren vieles von dem selbstverständlich sein wird, was Sie da gesagt haben. Sehen Sie das auch so ähnlich? Ich wünschte, ich könnte das jetzt einfach so bejahen. Ich bin auch mit Kollegen konfrontiert, war ja auch an Schulen tätig. Das ist auf Schulebene nicht anders, die nicht bereit sind, ihre Klassenzimmertür zu öffnen, die nicht in diesen Dialog gehen wollen, aus den vielfältigsten Gründen. Wir hatten vor Weihnachten ein Seminar, da waren Psychologen aus Harvard da und der Chevelson hat da zu uns gesagt, für das, was ihr da vorhabt, werden sie euch kreuzigen. Ja. Also, weil er einfach sagt, weil das unbequem ist und weil Uni da in der Hinsicht sehr resistent sein kann, ja, weil es sehr, sehr langsam dauert, diese Dinge aufzubrechen. Ich bin aber im Austausch mit Kollegen wie jetzt Veranstaltungen wie diesen, ich bin doch leicht zuversichtlich. Ja, zum einen, weil die Evidenz immer größer wird und die Notwendigkeit, dass wir umdenken müssen. Und zum anderen, weil ich glaube auch, da jetzt eine andere Offenheit an den Unis herrscht. Vielleicht nicht überall, aber also unterm Strich bin ich doch
eher optimistisch als pessimistisch. Ich weiß nicht, ob es, also das dauert mit Sicherheit. Also natürlich kann es niemand schnell genug gehen, aber ich denke, vielleicht sehen wir in 20 Jahren schon deutliche Veränderungen oder in 10. Aber also, dass das nicht über Nacht geht, ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Ja, danke nochmal. Im Interesse von uns allen muss ich auf die Zeit schauen. Wir haben noch wahnsinnig viele weitere spannende Programmpunkte ja heute auf der Agenda. Danke auch fürs Mittun jetzt in der ersten Session. Und ja, ich wünsche uns allen weiterhin einen spannenden Tag. Bis später.